Ihr seid schon da. Guten Morgen. Oder hallo, je nachdem, wann ihr das seht. Kurzes Update von mir, denn ich habe wieder mal ein Paket bekommen. Und doch, bevor ich hier drüber spreche, fragt ihr euch vielleicht, wie machen die das denn immer, dass sie Pakete bekommen? Also in meinem Fall ist das Paket von RTI Sports. Und RTI Sports ist ein Händler, im Vertrieb, der verschiedene Marken in Deutschland vertreibt. Es gibt neben RTI Sports gibt es auch noch Cosmic Sports zum Beispiel oder Sport Import oder Traffic, die nichts anderes tun, als Marken sozusagen einzusammeln, um sie dann hierzulande und in der deutschsprachigen Region zu vertreiben. So, und ich habe vor ein paar Monaten eine E-Mail bekommen von RTI Sports. Und da sagt ein Mensch, wir haben uns das mal angeguckt, ja, ganz interessant. Wahrscheinlich auch, wenn du kriegst da viele Sachen kaputt. Wir hätten hier was zum Probieren, zum Kaputtmachen. Ganz so schlimm war es natürlich nicht, aber sie sagt, lass doch mal quatschen. Vielleicht gibt es etwas, was dich so interessiert bei uns. Und dann können wir uns ja mal treffen und beziehungsweise mal telefonieren oder per E-Mail austauschen und dann können wir mal schauen, ob du ein paar Sachen von uns vielleicht mal testen kannst. Da habe ich gesagt, gut, das passt ja super, denn ich werde ja beim Bohemian Border Bash starten und da kann ich durchaus ein paar Sachen kaputt machen. Dann haben wir gesagt, alles klar, pass auf, wir schicken dir mal unseren Katalog. Das ist wirklich noch so, also gedruckt wäre es noch so ein Teil, aber als PDF mit allen Sachen. Und RTI Sports hat Marken wie Ergon, hat Marken wie Turbolito, Matt, Cinelli, und so weiter. Könnt ihr selber gucken. Egal. So, und dann haben wir gesagt, okay, was brauchst du denn so? Schick mal eine Liste. Und dann habe ich eine Liste geschickt und jetzt haben sie gesagt, ja, hier, gucke mal, das haben wir alles da. Und dann zeige ich euch, was ich demnächst mal testen und fahren werde. So, und das ist, ihr seht es schon am Grün, es ist vor allen Dingen Ergon. So, Ergon kennt ihr. Ne? Viele denken bei Ergon an Griffe. Es gibt aber auch die Ergon CF Allroad Pro Carbon Sattelstütze. Die ist neu, es gab schon mal so eine Geschichte von Ergon. Das ist eine Carbon-Sattelstütze, die auch federt. Kann sie nicht mit Satteltasche fahren, also Arschrakete und so. Aber ist, wenn man ein reiner Gravel-Biker ist, sozusagen, dann soll das eine ziemlich gute Dämpfung schon mitgeben. Da habe ich gesagt, gut, das interessiert mich. Schick doch mal rum. Die werde ich also extra fahren, wenn ich jetzt nicht Bikepacke oder weiß ich was mache, sondern einfach nur mal so rumdüse. Ist für 27,2 mm Durchmesser geeignet, wiegt 220 Gramm. Leichtes Teil, bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass sie kaputt geht, wird es wahrscheinlich auch nicht. Die heißt Allroad, CF Allroad Pro Carbon. Also, die teste ich. Dann, oh ja, hier, Leute, das habe ich mir gewünscht. Jetzt fragt euch, was ist denn das? Das baust du an den Vorbau dran und dann hast du so ein Tablett und kannst hier deine Bikepacking-Tasse abstellen und kannst hier auch Würstchen schneiden oder eine Gurke. Ist natürlich Quatsch. Das ist ein Einstelltool für Cleats, für Klickpedale und die Schuhe. Und dann kannst du diesen Cleat, wo der quasi in die Pedale einklickt, kannst du ausprobieren. Dafür ist das da. Dann freue ich mich sehr über den SR Allroad Core Comp Man. Gibt es auch für Women. Das ist ein Sattel. Und von diesem Sattel habe ich schon gehört, das ist auch jemand beim Silk Road Mountain Race gefahren. Die loben ihn in den höchsten Tönen. Und wenn ich jetzt mal die Chance habe, dachte ich mir, dann probiere ich den auch mal aus. Also der Ergon Sattel, der ist auch speziell gebastelt für Road, Allroad und Gravel. Na gut, also irgendwie alles. Aber der soll wohl eine recht gute Ergonomie und Federung bieten. Und deswegen, das gucke ich mir mal an. Mit dem werde ich beim Bohemian Border Bash Race fahren. So, dann haben sie, das habt ihr vielleicht mitbekommen, vorgestellt, hier, die nennen sich Auto Cell Pad Set. Na, da steht jetzt Road drauf, ist aber, dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Und zwar geht es hier um, das erkennt ihr vielleicht hier, wenn man viel im Gelände fährt und wenn es dann auch ein bisschen länger geht im Gelände, dann bietet sich eine gute Dämpfung am Lenker an. So. Und ich habe das bislang immer so gemacht, dass ich Lenkerband doppelt gewickelt habe oder altes Lenkerband genommen habe und dann neues drum gewickelt habe an manchen Stellen. Und die haben jetzt so eine Pad-Serie entwickelt. Klebst du dir das quasi schon drauf. Die bieten nochmal so extra Dämpfung sozusagen und wickelst dann Lenkerband drüber. Das gucke ich mir an, finde ich interessant. Und da sind wir auch schon beim Thema Lenkerband. Und da hätte ich vielleicht sagen sollen,
Mir reicht eins, aber gut, dann haben sie jetzt zwei und drei. Okay, warum nicht? Und zwar haben die Lenkerband entwickelt nach unterschiedlichen Stärken. Gibt es einmal als Road, Gravel und Allroad. Ne? Allroad und Gravel. So. Und der Unterschied ist einmal ein bisschen in der Struktur des Lenkerbandes und in der Stärke. Seht ihr hier, Gravel ist 3,5 mm, weil du brauchst ein bisschen mehr Dämpfung. Ne? Allroad 2,5 mm, weil da geht es nicht so ganz ins Gelände offensichtlich. Ich werde mir diese Pads und das Gravel-Lenkerband mal dran bauen, dann für den Bohemian Border Bash. So, und da bin ich mal gespannt. Der ist auch, man kann das hier schon, ist aufgeklebt, da kann man schon mal fühlen und gucken. Das ist schön rutschfest und ich glaube, das ist auch mit schwitzigen Händen und sowas. Ich fahre zwar mit Handschuhen, aber schwitzigen Händen dennoch ganz gut funktionieren dürfte. Sie sagen hier, beste Druckverteilung verringert Handbeschwerden. Kann man immer gebrauchen, finde ich gut. Und ist perfekt kombinierbar eben mit diesen Pads und dem Sattel. Na, siehst du, das passt doch. Na gut, es ergibt schon Sinn, warum sie mir das so schicken. So, dann habe ich diese Aerotan-Schläuche von Schwalbe, ne, diese ultraleichten. So, da bin ich, einen musste ich mal einziehen, ich fahre die als Ersatzschläuche. Also ich fahre tubeless und wenn mal was ist, dann ziehe ich den Schlauch ein. Das hatte ich mal, das musste ich irgendwann machen im Harz, genau. Und dann hatte ich den Aerotan drin und der war dann nach 80 Kilometern hat er schon ein Loch und so. Kann zwar schnell flicken, alles gut, aber naja, und RTI Sport hat RTI Sports hat Turbolito im Programm und da dachte ich mir, ach, die wollte ich auch mal ausprobieren und habe mir da jetzt mal zwei Ersatzschläuche für das Bohemian Border Bash Race geben lassen. MTB 29 Zoll. Das wird ganz gut, leicht, ne? So, also Turbolito ist ja so ein Vorreiter in Sachen Ultraleichtschläuche, die auch vernünftig was halten. Und ich werde wahrscheinlich dann im Anschluss die beiden auch an meinem Bombtrack, an meinem Zweitrad-Trainingsrad, die mal einbauen als Tubeless-Alternative, um mal zu gucken. Ne? Das ist, darum geht es ja so ein bisschen, Leute, die nicht Tubeless fahren wollen, haben mit Turbolito die Möglichkeit, einen sehr leichten Schlauch zu haben, quasi ein Tubeless-Gefühl, das hat was mit Gewicht und sowas zu tun. Ich persönlich spüre das manchmal, ja, wenn Schlauch drin ist und wenn keiner drin ist, aber naja, ist ja ein Angebot. Ich bin ja nicht alle, deswegen, ich probiere das aus, finde ich gut. Ein Patch-Kit habe ich mir auch gleich mitgeben lassen, ihr wisst ja Bescheid. Und dann, richtig gut, Kopf, ne? Nämlich RTI Sports hat auch Matt als Marke und Matt baut coole Helme. Und ich habe mir hier den Matt, jetzt muss ich wieder mal gucken, was das für einer ist, aber auch so einen Allroad-Helm geben lassen. Der, genau, Allroad MIPS. Das MIPS-System ist quasi so eine bewegliche Innenschale, sodass ein bisschen mehr Schutz auf dem Kopf ist, wenn man fällt. Und der ist sehr, sehr leicht. Das ist super. Also ich habe jetzt gerade mir einen, vor 2 Jahren habe ich mir einen gekauft, der ist ein bisschen schwerer und der ist sehr leicht, das finde ich sehr gut. Ich setze ihn nicht auf, weil ich habe kein Helmgesicht. Ne? Ich brauche eine Kappe drunter, sonst sehe ich aus wie so ein, wie Lord Helmchen. So, deswegen. Aber was ich schon festgestellt habe, ist, dass er sich super einstellen lässt, viel besser, viel mehr Raum bietet, als auch mit verschiedenen Mützen, die man ja manchmal während solcher Rennen und Veranstaltungen, wie ich sie mache, trägt. Dann hast du eine dicke Mütze und am Ende bist du bei einer ganz dünnen Mütze. Das passt schon mal und auch die Gurteinstellung hier finde ich sehr gut. Also, werdet ihr mich mit sehen, Matt, hier. Finde den jetzt auch schick, ehrlicherweise. Also, wie man halt so einen Helm schick finden kann. Gut, aber das finde ich richtig toll. So, das heißt also, nicht wundern, wenn ich in Zukunft immer mal dann hier Ergon und so von Techo oder RTI Sports, das liegt daran, dass die Kollegen da mich in dem Fall mal unterstützen. Und das finde ich richtig toll, weil es auch, ja, das sollte man nicht für selbstverständlich nehmen. Und das sind jetzt so Sachen, da kann ich nicht sagen, schicke ich euch zurück. Es tut mir leid. Also nicht, weil ich nicht würde, aber ich kann ja nicht das Gravel-Lenkerband wieder abmachen und sagen, danke, war super, ihr habt das zurück. Also da sage ich schon mal danke für diese Unterstützung. Und auch hier dieses Cleats-Tool, das ist mega. Das werde ich auch ausprobieren. Und die Sattelstütze hier, natürlich, da gebe ich euch Bescheid. Weil ne, ich bin ja schon mal an einigen Testrädern gefederte Sattelstützen gefahren. Das merkst du schon.
Und bin gespannt, wie das hier ist. Schade, dass die nicht mit Tasche zugelassen ist. Aber sonst hätte ich die auch durch Böhmen gekloppt und so. Also sie haben gesagt, offiziell, nee, kannst du machen, wenn es bricht, dann heul aber nicht rum. Und das ist mir aber zu unsicher, ne? So. Weiß ja klar, ne? RT eSports hat gesagt, mal den kriegst du nur, wenn du den ersten Platz machst beim Bohemian Border Bash Race. Und da ja, also haben sie gesagt, nee, war Scherz. Und dann ersten drei reicht. So, das ist ja das Ziel, wisst ihr Bescheid. So ist das im harten Influencer-Geschäft. Also, wenn ihr Fragen zu den Sachen habt, gebt mir Bescheid. Ich werde auf jeden Fall mit Ergon im Podcast auch sprechen, weil wenn ich dann schon mal Leute habe, weil RT eSports sitzt wohl eine Etage unter Ergon oder irgendwie sind die gleich um die Ecke und so. Und wenn ich die Gelegenheit schon mal habe, mit diesen Leuten zu sprechen, dann möchte ich das auch tun, weil mich interessiert halt wirklich alles, was um Ergonomie und besseres Sitzen, besseres Fahrverhalten geht, also wie man so einen Sattel baut beispielsweise, wie man das macht mit den Griffen, mit den Lenkerbändern, was dahinter für grundsätzliche Gedanken sind. Ich glaube, das ist interessant, also mich interessiert es. Ihr könnt es euch ja dann anhören, wenn es euch interessiert, da gebe ich dann nochmal Bescheid. Also bis dahin, wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare oder sonst wohin und ja, machen wir wieder ein schönes Update, Leute, ne? Bis denn. Tschüss.